Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. So, zwei Dinge ändern wir jetzt. Einmal gefällt mir das nicht so, wie das hier positioniert ist. Und mir gefällt die Art nicht, wie es hier befestigt ist. Das machen wir jetzt wieder weg. Das muss weg. Da habe ich noch eine andere Idee. Die mir deutlich besser gefällt. Und vor allen Dingen muss das Ganze hier weiter rüber. So. Mehrfachauswahl. Ne, den nicht. Den hier. Der Baum ist mir erstmal egal. So, jetzt habe ich es kopiert. Kopieren wollte ich es ja nicht. So. Ich glaube, so ist besser. Jawohl, so ist deutlich besser. Mal gucken. So. Dann können wir den hier vielleicht noch ein bisschen drehen. Genau so. Das passt. Und wo das befestigt ist, da habe ich mir überlegt, das machen wir hier. Einfach an solchen Felsen fest. Mal gucken. Tiger, Tropen, Tropenfelsen können wir ganz gut nehmen, glaube ich, ne? Nehmen wir die Tropenfelsen dafür. So, einmal so drehen. Einmal so drehen. Perfekt, perfekt, perfekt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Genau so und nicht anders. So. Das müssen wir noch ein bisschen drehen. Und dann passt das auch. Sehr schön. Dann können wir den nochmal kopieren. Ne, kopieren. Wollte ich den? Ja, sehr schön. Den müssen wir nochmal... Ups. So nicht. So natürlich. Drehen. Jawoll. So habe ich mir das vorgestellt. Den können wir noch ein bisschen dorthin. Sehr schön.
Dann machen wir davor noch ein paar Blumen und Gelände machen wir mal eher Erde. So in der Art. Ja, wir werden noch eine Weile am Eingangsbereich hier bauen. Da will ich auch noch irgendwas hinmachen. Wo die, irgendwie so eine Art Blumentröge, das gucken wir aber gleich. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Natur. Adlerfahnen können wir ja schön hinsetzen. Wunderbar. Wunderbar. Nein. Da eher sowas, eine Art Bodendecker. Die wären noch ganz schick. Ist die auch ein größer? Das ist schon groß. So, dann machen wir die hier mal so hin. Da können wir dann irgendwas Buschartiges, nicht gerade die Brombeer, irgendwas blühende Büsche oder sowas wären doch schön. Drosselbeerstrauch. Ups. So den kleineren, ja, der wäre glaube ich ganz gut. So. Können wir mal ein bisschen so, ne? Upsala, so war das nicht gedacht. Move. So. Tam tadam. So. Da könnte ich noch wunderbar. Die ist so klein. Das ist schon die große. Okay. Können wir hier vielleicht irgendwie so noch platzieren? Hier sind die, glaube ich, ganz schick. So. Gucken wir mal, wie wir die da weiter. Die ist halt riesig, aber da könnte die schön hin. Genau, sehr gut. Machen wir die dorthin. Hier muss ich mal gucken, ob ich hier vielleicht noch eine Art
kleinen Weg oder so hinmache. Hier dann einen Brunnen, wo die ein bisschen hinter. Schauen wir mal. Also ich habe noch Ideen. Ich muss sie nur alle umsetzen. Das ist eher das Problem. Diamantblattweidenbusch. Ja. Ist auch nicht verkehrt. Drachenpalme. Ja. Da können wir auch noch was, ne? Drachenpalme. Wo ist er? Da würde ich eher auch eine größere hinmachen. So, die kann da rein. Sehr schön. Dattelpalme. Ja. Achso, das sind die Drosselbeersträucher. Die hatten wir ja gerade schon. Rentierflechte. Nee. Efeu. Können wir so ein bisschen mal hier. Oh, der ist zu groß. Aber der ist hier ganz gut angebracht. So. Was haben wir noch? Na, ups. Eiche. Eher groß. Die können wir aber hier hinten hin tun. Da passt die ganz gut. Müssen wir den hier nur ein bisschen weiter nach vorne ziehen. So. Oh doch, das wird schön. Natur. Wir waren bei den Eichen. Eichensetzling. Ja. Emusstrauch. Da muss ich auch noch umlackieren, sehe ich gerade. Muss mal gucken, ob ich das noch wieder grün mache oder ob ich das so braun. Schauen wir mal, vielleicht auch Gras kurz. Das wäre vielleicht nicht verkehrt, ne? Das passt, glaube ich, ganz gut. Das lange Gras ist ein bisschen störend. So, wir waren immer noch hier beim Emu. Eiche und dem Emu-Gras. Elefantengras ist auch schön, aber das ist, passt hier nicht. Eukalyptus. Schon eher. Nee, der gefällt mir nicht. Der vielleicht. Ja, der passt. Das Ganze müssen wir auch noch beleuchten, sehe ich gerade. Machen wir aber später. Festliche Fichte. Die passt jetzt im Moment halt, ne? Aber die haben wir ja da hinten schon. So. Flussbuschweide.
fahren. Fächerblumenstrauß. Sehr gut. Sowas habe ich noch gesucht. So irgendwie. Ein bisschen ebener wäre schön, ehrlich gesagt. Haben wir noch was, was da besser passt? Wow, der Regen ist jetzt natürlich kontraproduktiv. Wenn man das mal so sagen darf. So irgendwie. Der muss weg. Der gefällt mir nicht so. Grundnessel. Ach so, die ist eher hier am in den Seen drin. Okay. Den könnten wir. Goldakazie, die können wir hier hin machen. Die passt, glaube ich, ganz gut. Gibt es die auch in klein? Wow. Das war schon das Kleine. Machen wir das so. Und den können wir dann hier noch hin tun. Perfekt. Oh, da fehlt noch. So, sehr schön. Da könnten wir auch noch irgendeinen. Ja. Vielleicht gerade gedreht. So passt er. So passt er ganz gut. Da müssen wir noch gucken, was wir da hin machen. Ich würde gerne auch irgendwas Buschartiges. Was wir dort hin platzieren könnten. So, die machen wir hier mal hin. So. Herzblumen. Wo ist sie hin? Da. Kann
man hier auch schön noch mit reinsetzen. Machen wir die hier vielleicht auch noch hin. Ah, die großen, die sind okay. Die sind ganz gut. Dann die kleinen hier drunter, so ein bisschen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hoppala, so war das nicht gedacht. So. Der ist wiederum sehr groß. Ist nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Cobragras. Auch nicht. Manchmal wäre es schön, wenn man einfach so die Größe verändern könnte. Überleg gerade, ob ich da noch was hinmachen soll oder eher nicht. Opa, so sieht das eigentlich schon ganz schick aus, ne? Da vielleicht noch irgendwas. Na. So. Oh. Der ist vielleicht ein bisschen groß. Da kann man noch so Mammutblätter. Dann aber das hier. Hier vorne. Ups. Mammutblätter, da waren wir schon. Oh, die ist auch nicht so verkehrt. Hab ich gar nicht gesehen. Die habe ich ja gar nicht gesehen. So, Mammutblätter waren wir eigentlich. Da. Das machen wir mal dahin. Und das dorthin. Da bräuchten wir noch... Oh, Moosglöckchen. Die können wir hier vorne hin machen. Doch, das wird schick. Der Busch passt gut hier hinten hin.
Olivenbaum. Oh ne, der geht unter in der Eiche. Ups. Baum ist allgemein schlecht bei der Eiche da, ne? Wir bräuchten eher einen Busch, Preiselbeerbusch. Machen wir doch den dahin. Huch. Die ist vielleicht, wo ist sie hin? Da? Hier vielleicht ganz gut. Papierbirke ist das, okay. Die können wir aber ganz gut hier unterbringen. Passt. Dann machen wir hier auch noch so eine Papier. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Riesenwasserfreund. Guckt euch an, wie groß der Riese ist. Rohrkolben. So, das machen wir mal dahin. Es gibt schon eine Menge Pflanzen, muss ich feststellen. Wow. Aber wir müssen ja nicht alles hier verarbeiten. So, ich glaube, das reicht doch erstmal. So, das wirkt doch schon mal gleich ganz anders. Oder was meint ihr? Beleuchtung braucht man noch. Baubeleuchtung. Bodenbeleuchtung. Da würde ich, glaube ich, hier tatsächlich so Strahler unterbringen. Hier halt im Gebüsch oder hinter dem Gebüsch. So. Gucken wir nachher mal, wie das ausschaut. Wenn es dann dunkel ist, dann könnten wir vielleicht auch noch vereinzelt hier so Weglichter unterbringen. Laternen, Hängelampen, dekorative Beleuchtung. Hätte gern einfach so Laternen, wie sie im in Planet Zoo gibt. Kann ich eigentlich die Farbe ändern? Nur die Lichtfarbe, okay. Die will ich nicht ändern. Packen wir da mal so ein bisschen Beleuchtung rein. Gucken, wie das ausschaut. Ich hoffe mal gut. Ah, der ist schon mal angegangen. Der jetzt auch. Das ist fast ein bisschen zu viel des Guten, ne? Wenn ich das richtig sehe. So.
Etwas ist zu viel des Guten, eindeutig. Das packen wir gerade mal dahin. Die machen wir nochmal weg, wenn ich sie nochmal krieg. Wo ist der Strahler denn? Da. Den will ich nicht. So. Oder warte mal, Retour. Da stand was von Lichtmodus automatisch. Ach so. Ne, der ist mir dir deutlich zu hell. Muss ich ganz klar sagen. So, und hier auch nochmal. So. Nee, den nicht. Auch nicht. Jetzt. So, und wie ich sehe, ist die Zeit schon längst wieder um. Deswegen würde ich mal sagen, werdet ihr in der nächsten Folge dann sehen, wie wir das Lichtproblem hier gelöst haben. Ich sag derweil schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir hier das weiterbauen. Ne? In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.